Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap 3.1 ohne Gräben. Ja, gerade eben musste ich das Spiel abbrechen. Ich habe Cosplay zum Absturz gebracht, nachdem ich die Developer-Version gelobt habe. Gut, das kann passieren. Macht nichts. Wir machen jetzt mal hier einen neuen Kurs. Feld 4. Nein, Feld 4. Startposition. Aktuelle Fahrzeugposition. Da können wir ruhig mal 6 Vorgewände machen. Mal berechnen lassen. Na los. Nicht wieder abstürzen. Ja, das Feld ist größer, ist auch etwas unförmig. Ich habe bei diesem Feld extra gesagt, ich möchte weiche Vorgewände haben, keine scharfen, weil er mir dann zu sehr vom Feld runterfährt, um die zu machen. Und da habe ich dann ein Problem mit, dass das an einigen Ecken hier nicht geht. So, ich möchte... Ja, wobei das jetzt eigentlich egal ist. Einfach mal, er soll anfangen. Weizen ist eingestellt, jawohl. Los. Ausklappen. Jawohl, da brauche ich mich nicht weiter drum kümmern erstmal. Der ist hier am Sehen. Er schafft es wieder nicht abzuladen. Abladen. Also nicht von Hand natürlich, aber manuell. Was wir dann gleich unbedingt machen müssen, ist hier vorne Zucker wegholen. Gar nicht. Da kommen, kann ich auch direkt hier über den Acker fahren. Ist ja mein Acker. Und hier ist ja schon geerntet. Daher macht das ja nichts. Was ich jetzt vorhabe, ist eben Zucker holen, ne? Durchschalten. Oh, da zieht sich der Nebel bald, ey. Oh. Ah. Mal gucken, dass wir das überhaupt hier hinkriegen.
voll. Schön. Wir versuchen den hier raus zu operieren. So. Ja, du fährst da jetzt wieder gegen. War ja klar. War auch nicht. Nee, du fährst da nicht gegen, du fährst einfach weiter. Die Frage ist, bringe ich den Zucker jetzt noch zur Schnapsfabrik? Oder bringe ich den Zucker zur Bäckerei? Nein, mit dem Zucker. Fragen nur Fragen. Schön. Gleich dabei bleiben. An der ja eh sich gleich wieder festfährt. Dann kann ich dieses Feld. Nee. Ja, wirklich. Mal Zuckerrüben anpflanzen.
lieber Weizen oder so anpflanzen. So, den Terrados muss ich mir gleich mal angucken. Aber erstmal fahren wir bei ihm hier mit. Wo er sich gleich wieder festfährt. Ich habe schon extra die Geschwindigkeit hier auf der Straße runtergedreht. Das ist zwar jetzt voll langweilig, aber ich habe gehofft, dass er dann nicht mehr sich festfährt. Mal gegen die Laterne fährt, aber ja, trotzdem. Produziert die jetzt noch oder produziert die nicht mehr? Fabrik. Habe ich kein Wasser mehr? Lass mal aussteigen. Hört sich so an, als ob da noch irgendwas produziert. Terrados, du hast die Aufgabe nicht erledigt. Gut. Wasser ist zwar nur noch 10% da, aber er produziert. Soll ich da dann, muss ich da auch noch Wasser hinbringen? So, ja, du meinst, du hast deine Aufgabe erledigt. Was da war? Weil, wie wir alle sehen können, steht hier noch genau eine Reihe. Die lasse ich nicht stehen. Nein, auflassen. Mal Hafer anpflanze, aber nicht hier oben. Ich geh gleich mal zur Brauerei und guck mal, was da noch fehlt. Fertig, besser gesagt. Voll.
Damit wäre das Feld abgeerntet. Und können uns dem nächsten Feld widmen. Nämlich dem Feld 27. Und dafür müsste ich sogar einen Kurs haben. Dann ist 27, also die. Ja, ich habe 20 normale Felder und Feld 21 ist dann mein erstes. Fange ich denn an? Ja, hier vorne fange ich an. Bestens. Feld 21 ist mein erstes Grasfeld. Weil ich muss ja denen ja irgendwie eine Nummer geben, um hier einen Feldrandkurs zu berechnen. Und daher. So, wunderbar. Der fährt. Eigentlich müsste das mit dem Abfahrer sogar funktionieren von da. Weil. Naja, auch verlassen würde ich mich da nicht. Ne, der Kurs ist ja auch doof. So, aber er hier kann eigentlich. Ey, nicht Zuckerrüben. Zuckerrüben wollen wir nicht mehr. Setzen, Gerste oder Hopfen? Ich muss mal. Was da geht. Wenn man hat Wasser. Nein, hier fehlt auf jeden Fall Weizen. Paletten habe ich, Hopfen habe ich, Weizen habe ich nix. Schwierig. Achso, da mache ich einfach gar nichts auf den Feldern. Lassen. Löschen. Aber ich habe da noch gar keinen Abfahrkurs. Ist ja unglaublich. Müssen wir ja erstmal einen Abfahrkurs bauen, ne? Ja, ja. Oh Mann, das wird schon wieder so eine Mega-Folge. So.
Na, das geht doch in die Hose, was ich hier jetzt gerade mache. Das geht doch schief. So, jetzt gucke ich gleich mal, jetzt setze ich hier gleich mal einen Abladepunkt. Mal gucken, ob wir dann vernünftig... Ah, scheiße. Hoffentlich macht er das. Hoffentlich macht er. So. Abladepunkt setzen. Nichts in der Suppe hier. Ich kann natürlich die Zeit hochstellen, damit das Wetter noch besser wird. Das war eigentlich nicht mein Ziel. Sind wir mal. Hier haben wir mal 20. Ja, den anderen gucke ich mir gleich an, der im Verkehr steckt, feststeckt. Schiebe ich jetzt mal darauf, dass er dass das jetzt die erste Reihe ist. Was macht er jetzt? Komm, das geht doch schief. Das sehe ich doch jetzt schon. Boah, haarknapp, arschknapp, ganz knapp. Wie auch immer, haarscharf. So, jetzt gucken, ob er jetzt abkippt. Schlimmste vor. So. Mal schauen, ob das denn jetzt mit dem Abladepunkt funktioniert. Er fährt so. Nee, doch nicht. Ist nur, dass er das auch wirklich. Das andere wäre doof. Gut. Funktioniert also. Steckt er hier im Verkehr fest.
weil er doof ist oder was. Mal einstellen. Das weiß ich immer noch nicht. Immer noch nicht, was ich an einem Feld pflanzen soll. Ja gut, hier kommt jetzt der Fahrer. Kommt. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier pflanzen soll. Aber noch so ein Angebot. Gerste, Raps, Carbon, Helvetee, Raps. Das war jetzt Raps, oder? Das geht nicht. Oh Mann. Bleib so jetzt gleich da an der Laterne hängen. Ja, vielleicht auch nicht. Muss auch mal Glück haben. Ja. Sehr schön. Ja, das wollen wir jetzt alles nicht. Das wollen wir auch nicht. Der kriegt jetzt einen neuen Abfahrkurs. Verpasst. Feld 27 zur Zuckerfabrik. Das schauen wir gleich. Entschuldigung. Falscher. Entschuldigung, Quatsch natürlich. Den wollte ich ja gar nicht. Ja, da muss ich auch noch so viel zu tun. Vielleicht. Fährst jetzt mal zurück. Du hast gleich einen neuen Kurs verpasst. Jetzt mit dem Abladepunkt finde ich krass. Ach so, apropos. Und viel krasser finde ich, dass ich jetzt hier schon eine Doppelfolge produziert habe. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder mich abonniert. Noch mehr freuen würde es mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich mal, ciao!